Präsentiert von Empress Tag TV und Gecko Ammunition. Servus liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Nobody Media, immer noch von der IWA 2022 live aus Nürnberg. Ich habe meinen Weg endlich zum Stand von Waffenfackelhof gefunden. Mit dabei ist der Timo. Timo, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, schön, dass du vorbeigekommen bist. Es ist der letzte Tag der Messe und bevor wir über das Thema Waffenfackelhof sprechen, lass uns mal darüber sprechen, wie war es denn überhaupt auf einer Messe zu sein, die endlich wieder stattgefunden hat und so 2 Jahre lang eigentlich gar nicht? Ja, 2 Jahre Ungewissheit, aber wir sind richtig froh, wieder zurück zu sein. Und es ist für uns auch ein Beweis, dass mit all diesen Tools in der digitalen Welt, die man heute hat, ist halt nicht das Gleiche. Ne? Man sieht sich face to face, man kann miteinander reden, man kommt auf neue Ideen, die Kreativität ist groß und man sieht coole neue Produkte. Also wir sind super glücklich. Genau, ne? Das Thema Digitalität ist kein Ersatz für menschlichen Kontakt. Alle sind happy, alle sind trotzdem digital unterwegs, deswegen sind wir ja hier. Für die Leute, die jetzt, also für den einen vielleicht unserer Zuschauer, der noch nicht den Waffenfackelhof Newsletter bekommen hat, jetzt mit dem Namen per se erstmal nichts anfangen kann, was macht ihr überhaupt? Also Waffenfackelhof ist schon seit 30 Jahren hier in Deutschland präsent. Wir sind der Importeur für viele, viele amerikanische Marken und auch der Distributor an den Großhandel, an den Handel und aber auch an den Endkunden. Wir haben zum Beispiel Marken wie Magnum Research mit der ikonischen Desert Eagle. Wir haben die Waffen-Pop-Ikone, eigentlich seit den ersten Schwarzenegger-Filmen. Ist so. Aber auch Trigicon-Optiken, jetzt auch Primary Arms im Angebot. Wir haben jetzt Schalldämpfer im Angebot, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Kimber habt ihr auch, sehe ich auch immer wieder. Jawohl, die 1911er der Premium-Klasse, alles made in USA. Und natürlich auch Mossberg-Flinten, Schrotflinten, Repetierbüchsen und jetzt auch die Kurzwaffen. So, wir sind viel beschäftigt. Ey, und für alle Leute, die gerade gesagt haben, Moment mal, ich würde euch direkt empfehlen, meldet euch für den Newsletter an. Dann könnt ihr immer kontinuierlich denken, so, oh mein Gott, ich verdiene zu wenig Geld, ich brauche noch was. Aber nein, also ihr seid quasi die Trüffelschweine, die die coolsten Sachen kumulieren und dann bei euch anbieten. Vor einem dieser Trüffel stehen wir jetzt. Es geht um Schalldämpfer. Richtig. Aber um welche genau und warum sind die so besonders? Also wir haben eine Zusammenarbeit mit Silent Steel gestartet. Das ist eine ganz kleine Firma aus Finnland, die jetzt seit einiger Zeit für die finnischen Einsatzkräfte, aber auch für den Jäger in Finnland Schalldämpfer baut. Die Schalldämpfer sind aber unterschiedlich im Vergleich zu den normalen Kammerdämpfern, denn es handelt sich hierbei um Durchflussdämpfer. Was ein Durchflussdämpfer, das erkläre ich jetzt gleich. Vielleicht fallen wir mal zurück auf den Schalldämpfer selbst. Das ist ja Technologie schon vor dem Ersten Weltkrieg. Genau. Man hat verschiedene Lamellen drin. Der Gasdruck wird aufgestaut, gebremst und dadurch wird das Knallgeräusch gedämpft. Das funktioniert hier anders. Das ist, wie gesagt, ein Dämpfer, der keine Kammern hat. Dieser Dämpfer hat ein sehr ausgeklügeltes und auch patentiertes System. Ich grinse schon die ganze Zeit, weil ich weiß, was jetzt kommt. Und zwar ist es ein... Guckt euch das mal an. Alles aus Edelstahl gefertigt und das Markanteste natürlich ist diese Turbine. Diese Turbine sorgt dafür, dass bei jeder Schussabgabe der Dämpfer sich sukzessive an das Gewinde anzieht. Das bedeutet, das typische Problem bei Schalldämpfern, dass die Waffe nach 15, 16 Schuss der Dämpfer wieder festgeschraubt werden muss, entfällt hier. Weiter natürlich ist das strömungsmechanisch für all die Cracks unter euch und die ganzen Thermodynamiker hochinteressant, denn die Strömungsgase oder die Knallgase werden im Endeffekt hier abgeleitet, gehen teilweise über die Turbine rüber und in dieses Gewebe hinein. Und in diesem Gewebe findet natürlich eine massive Oberflächenvergrößerung statt. Yes. Die Knallgase, die sehr heiß sind, werden gekühlt, verwirbelt und entschleunigt. Und das Geschoss und das Gas, was vor und nach dem Geschoss kommt, kollidieren auch mit diesen Gasen. Und alles wird im Endeffekt nach vorne ausgeströmt. Was ist denn jetzt, und zwar weil wir ja von Durchlaufschalldämpfer heißen die? Durchflussschalldämpfer, Flow-Through. So. Ja. Und eins der coolsten Features überhaupt neben der Technik, wie es eigentlich funktioniert, ist die Tatsache, dass du gesagt hast, hey, pass auf, aber wenn du den auf deiner Waffe hast, ist sie plötzlich nicht mehr overgas. Richtig, denn da hier kein Rückstau an Gasen stattfindet, wie bei einem herkömmlichen Kammerdämpfer, kann ich diesen Schalldämpfer, der spezifisch für halbautomatische Büchsen und auch für die Behörden für vollautomatische Büchsen kreiert wurde, auf jede halbautomatische Büchse montieren und habe nicht das Problem, dass ich einen verstellbaren Gasblock brauche und ich bekomme auch nicht bei einer Schussabgabe bei einer gedämpften Waffe die ganzen
Gase, die durch den Rückstrom entstehen, ins Gesicht durch das Ausrufenster. Richtig, zwei, drei, vier Schuss mit einem schlecht eingestellten AR und du hast tränende Augen, du siehst nichts mehr und du hast auch keine Lust mehr am Weiterschießen. Genau, ne? Gerade zum Beispiel auch bei unüblichen oder dynamischen Schießpositionen, also zum Beispiel Rollover Prone, wo auch das Gesicht sehr nah einfach am Ausbruchsfenster ist, da kannst du irgendwann, also ich kenne das, dann musst du schon aufhören oder atmen oder im Zweifel wegkommen. Richtig. Und wenn ich an andere Waffen denke und Modelle, wie zum Beispiel ein 300 Blackout, wo man mit den Lauflängen spielt, mal 10,5 Zoll, 14 Zoll, da ist es kompliziert, tatsächlich Munition und Dämpfer aufeinander abzustimmen. Und das entfällt hier. Genau, was du auch sagst, weil alle reden von verstellbaren Gasblöcken, aber wir müssen auch davon reden, dass plötzlich verstellbare Gasblöcke mit nur zwei Positionen oftmals schon gar nicht mehr gut genug sind. Richtig. Ne? Weil die Leute sagen, ja, aber meine Munition ist so besonders. Oder, Außentemperatur. Genau. Ne? Oder ich habe eine andere Munition. Oder ich habe verschiedene Lauflängen. Oder ich habe zum Beispiel zwei Waffen und möchte, dass es mit beiden Waffen gleichzeitig funktioniert. Ja. Entschuldigung, das Stotter ist schon der letzte Tag der Messe. Bitte weiter. Also es ist ja noch nicht das letzte Feature. Nee. Alle Gewinde sind so ausgerichtet, dass sich dieser Dämpfer auch während der Schussabgabe immer fester zusammenzieht. Yes. Das heißt also, ich muss mir keine Sorgen machen, dass die einzelnen Komponenten tatsächlich irgendwo rausfallen, runterfallen oder nicht mehr funktionieren. Und das Schöne an diesem gesamten Dämpfer ist, er ist modular. Wenn ich einen Baffle Strike habe, kann ich im Endeffekt die Kappe ersetzen, das Meshgewebe im Kern des Dämpfers und dann auch der Kanal. Es ist alles modular und austauschbar. Und das sind auch, hast du gerade gesehen? Linksgewinde, ne? Jetzt habe ich in die falsche Richtung gedreht. Das ist ja auch in Ordnung, das kann einem am letzten Tag der E-Mail mal passieren. Und das Lustige fand ich auch, also man sieht einfach ganz klar, ey, der Nukleus dieses Schalldämpfers ist einfach in der Behörde angedockt. Ne? Ja, richtig. Es geht um das Thema Ruggedness, es geht um das Thema Haltbarkeit. Haltbarkeit, ne? Auch die Möglichkeit, schnelle Schussfolgen zu schießen. Richtig. So. Und das Lustige ist, was du mir auch erzählt hast, hier liegt es einmal, wir sehen das ja, wenn wir zum Beispiel viel auf Instagram unterwegs sind und uns den ganzen coolen Kram angucken, wir sehen das ganz oft in irgendwelchen CQB-Force-on-Force-Szenarios, da wird natürlich auch Simulation geschossen. Richtig. So, das kannst du mit einem normalen Schalldämpfer nicht machen, deswegen haben alle die ikonische blaue Kanne davor. Richtig, so, genau. Dann aber den, also sieht cool aus, ne? Hilft mir auch zum Beispiel den, also zum Beispiel beim Stacken in front of einer Tür, dass ich gucken kann, okay, gut, mein Lauf ist länger, Abstand muss richtig, an der Tür sein. Richtig, du musst auch die Muscle Memory haben, dass du tatsächlich auch, wenn du trainierst, wie du später auch im Einsatz bist, dass du mit der Länge deiner Waffe umgehen kannst. Aber das Gewicht würde dann nicht stimmen. Richtig, und? Genau. Auch da hat Silent Steel mitgedacht. Es gibt die FX Munitions Trainingskappe. Die hat genau das gleiche Gewicht und passt natürlich in diesen Dämpfer rein, den es in drei Größen gibt, den Micro Streamer, den Compact Streamer und auch dann den großen Streamer. Und das ist für Behörden hochinteressant, denn wer schon mal den Fehler gemacht hat und vielleicht Simunitions durch seinen echten Dämpfer geschossen hat, dann hat er wirklich Spaß beim Reinigen. Und beim Reinigen sind wir auch schon beim nächsten Thema. Dieser Dämpfer ist ja zerlegbar. Wenn ich mir einen traditionellen Lamellendämpfer angucke, kann ich den zwar ausspülen, auf die Heizung stellen, trocknen, aber am Ende des Tages bekomme ich diesen groben Dreck wirklich nicht raus. Ja, diesen Dämpfer, den kann ich komplett in Schalldämpferlösung einweichen lassen, mit Druckluft reinigen und dann trocknen. Fertig. Im Zweifel Ultraschallbad, genau. Und das geht sicher auch mit der Bürste. Ja, also ich glaube, das ist das kleinste Problem für alle Leute, Timo, die jetzt sagen, oh mein Gott, der heilige Gral, der Schalldämpfer, muss jeder selber rausfinden, ne? Ja. Aber die sich jetzt für die Silent Steel Serie interessieren. Ja. Wir sind aber im behördlichen Kontext. Ja. Also bedeutet das nur für Behörde? Ja, wir sind gerade im Gespräch mit dem Hersteller und müssen da mal gucken. Das Produkt ist brandneu. Das war vor 4 Wochen noch gar nicht Thema und auch nicht auf dem Tisch. Das ist jetzt alles so in der Entwicklung. Okay. Die Preise stehen auch noch nicht so richtig fest. Und ich möchte, bevor jetzt alle viel zu gehypt sind, auch mal sagen, es gibt natürlich bei einem Flow-Through-Dämpfer auch Nachteile. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar die Geräuschdämpfung. Also ein traditioneller Kammerdämpfer wird in der spezifischen Ausführung und Kaliber immer leiser sein als ein Flow-Through-Dämpfer. Aber das Hauptaugenmerk war hier im Endeffekt auch, dass der Behörde und dem Operator gedient ist, der erstens nicht die Exponierung der schädlichen Gase hat, die nach hinten durchkommen, durch das Ausruffenster. Ansonsten Signaturdämpfung halt, ne? Richtig, dann die Signaturdämpfung und außerdem die Kommunikation zum Operator aufrechtzuerhalten im Einsatz. Genau. Und da reicht diese Dämpfungsleistung, von der ungefähr von 18 Dezibel gesprochen wird, wahrscheinlich plus, minus, mehr, je nachdem, wo es steht, war das das Hauptaugenmerk und das ist der Firma wirklich
beeindruckend gelungen, ja. Für alle, die sich jetzt über Waffenferkinghoff oder die Silent Steel Serie schlau machen wollen, wo tun Sie das am besten? Wo gehen Sie online hin? Ich würde Sie direkt erstmal bei uns auf die Homepage schicken, zu www.ferkinghoff.de oder auch definitiv zu www.silentsteel.fi. Das ist die Seite vom Hersteller. Ist auch eine richtig coole Website mit Videoszenen von finnischen Einsatzkräften, die diesen Dämpfer irgendwie im Einsatz haben. Es gibt auch die Zertifikate für NATO-EWAP-Tests, die dort gemacht wurden. Und wer sich da ein bisschen tiefer belesen möchte für all die Cracks da draußen, kann ich nur empfehlen. Und wir wissen, Sie sind da draußen. Timo, vielen Dank für deine Zeit. Ja, wenn du gerne Zeit hast, nehme ich dich jetzt noch mit in ein anderes Video. Ihr bleibt erstmal hier oder ihr kommt auch mit. Sehen wir dann. Bis dann. Super, ciao.